Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Schachvideo auf diesem Kanal. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine Partie von meinem Bundesland-Club Nordrhein-Westfalen in der One World League und wir trafen auf einen Fanclub. Der Name ist ein bisschen, keine Ahnung, ich versuche den jetzt gar nicht erst richtig auszusprechen. Das endet um diese Uhrzeit sicherlich nicht mehr so ganz optimal. Ja, aber dieser Fanclub, das war unser Gegner und mein Gegner, Mr. Pacheco. Den Namen finde ich cool. Ja, wir trafen hier aufeinander. Und ich zeige jetzt zuerst die Partie mit dem weißen Stein. Sie wird ein bisschen konfus gegen Ende. Ich habe jetzt hier auch mal die Engine-Leiste hier an der Seite angebracht. Die Partie ist jetzt schon ein bisschen her. Ich weiß über diese beiden Partien noch so bruchstückweise was, aber ich kam einfach nicht dazu, die Sachen eher aufzunehmen. Ich beginne hier auf jeden Fall mit Springer F3 und mein Gegner geht hier in einen, ja, kann man schon sagen, Sizilianer rein, zwingt mich deswegen hier zu einem recht normalen Aufbau. Ich versuche hier das Zentrum zu besetzen. Er geht mit seinem Springer auf C6. Bisher alles noch ganz gut. Ich greife hier das Zentrum an, befrage ihn, ob er denn hier abtauschen möchte. Und wir tauschen ab. Und zu meiner Überraschung tauscht er jetzt hier nicht nur ein Bauernpärchen ab, sondern auch die Springer. Das findet die Engine hier schon ein bisschen fragwürdig. Weil er kann die Dame jetzt ja nicht mehr so mega krass bedrohen. Dieser Springer hier, der ja die Dame potenziell hätte bedrohen können, der wurde jetzt ja abgetauscht und die Dame steht hier jetzt eigentlich relativ safe. Es gibt ja Openings, da sollte man das jetzt eher nicht machen, weil dann kommt der Springer hier sofort raus und kann die Dame jagen. Aber hier steht die Dame tatsächlich relativ gut. Er bereitet jetzt hier E5 vor. Mit erstmal D6. Ja, das gibt mir die Möglichkeit, meinen verbleibenden Springer zu entwickeln. Und hier kommt auch E5, genauso wie ich es prognostiziert habe. Ich ziehe mich hier mit der Dame zurück, Läufer rausbringen mit einem Schach wäre wohl auch hier möglich gewesen. Ich überlege gerade, hätte ich das hier gemacht, hätte halt seinen Läufer dazwischen stellen können. Ja, letztendlich hätte ich mich aber doch so oder so zurückziehen müssen, oder? Sehe ich jetzt hier das gerade irgendwie. Hätte ich das hier gemacht und er hätte dann sowas hier gemacht, was wäre dann hier. Ich sollte das in den Analysen vielleicht auch mal irgendwie häufiger nutzen. Okay, wenn chess.com hier jetzt nicht irgendwie 10 Milliarden Jahre rechnen würde. Okay, ich werde es in Zukunft vielleicht doch nicht nutzen. Das dauert nämlich einfach so lang. Ach so, das ist ein Great Move. Dieser mega offensichtliche Zug ist hier ein Great Move. Wieso kann ich mir jetzt hier nicht. Ja, okay, ich hätte doch. Ja, okay, also. Für mich ergab es hier Sinn, dass ich mich hier zurückziehe, aber offensichtlich wäre das Zwischenschach hier besser gewesen. Mr. Pacheco sieht das jetzt auch, was hier in Zukunft drohen könnte und verhindert das mit A6. Ich hole meinen Läufer raus, bereite die kurze Rochade vor, er holt seinen Springer raus. Ich mache hier die Standardfesselung, er unterbindet die, ich mache die lange Rochade. Das hatte ich mir hier nämlich überlegt. Ich hatte mir nämlich gedacht, okay, er wird hier halt die kurze Rochade spielen. Und gut, ich habe meine Dame früh rausgeholt. Da bietet sich doch irgendwie die lange Rochade an. Und jetzt ist hier natürlich schon eine Batterie. Die könnte in Zukunft noch durchaus gefährlich werden. Eher mit der kurzen Rochade. Und hier habe ich gesehen, dass dieser Bauer hängt. Das habe ich hier gesehen und ich will jetzt hier auf plus 1 gehen. Ich tausche hier ein paar Leichtfiguren ab und dadurch fehlt hier jetzt die entscheidende Verteidigung für diesen Bauern, den ich mir jetzt snacken kann. Ja, er kann jetzt natürlich die Damen tauschen, aber bei plus 1 bleibe ich dann letztendlich stehen. Ja, das hat ihm jetzt nicht so ganz gefallen. Er zieht jetzt hier mit der Dame auf die Flanke. Weiß jetzt nicht so genau, was das bringt. Ja, und ich versuche die Dame zu jagen. Das ist aber ein, nicht unbedingt ein Fehler, aber ein ganz, ganz klarer Miss.
Ich hätte hier meinen Springer aktivieren sollen. Ja. Oh, okay. Hätte dann das hier spielen können. Das hier dann. Ja, okay. Dadurch hätte ich jetzt seine. Ich hoffe, das kann man in der Bildschirmaufnahme auch so sehen. Ja, gut, dann hätte ich ja halt langfristig, hätte er optimal gespielt, seine Struktur komplett zerstört und sein König wäre nackt wie sonst was. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob er so gespielt hätte. Auf jeden Fall. Also mir erschien es hier sinnvoll, die Dame zu jagen. Weil er macht jetzt hier eine Sache, die ich mir auch gedacht habe. Er zieht sich einfach wieder zurück, weil er nicht weiß, was er machen soll. Und jetzt kann ich hier die Damen einfach tauschen. Und ich tausche hier dann auch noch ein Turmpaar direkt mit ab. Und ja, das hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Ich bin nur hier leicht im Plus, aber ich bin im Plus. Jetzt kann ich hier nämlich den zweiten Turm ranholen. Und das sieht doch hier gefährlich aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, jetzt holt er hier den. Also, er hat natürlich das Läuferpaar. Das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen eklig werden. Okay, er spielt jetzt hier B5. Ja, will hier natürlich. Ja, er hat wahrscheinlich B5 gespielt, um dann Läufer nach B6 zu spielen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich versuche jetzt hier ein Läuferpaar abzutauschen. Ich weiß, dass meine Struktur danach scheiße ist, aber ich wollte ihm dieses Läuferpaar nicht unbedingt geben. Er interessiert sich aber nicht dafür. Setzt hier meinen Springer unter Druck, den ich hier nach D5 stelle. Und er zieht hier die Bauern nach. Ja, das ist, glaube ich, alles ein bisschen zu aggressiv für ihn, von ihm. Und jetzt entscheide ich mich hier, okay. Ich nehme das Läuferpaar raus, verpasse ihm eine schlechte Struktur, ziehe mich hier mit dem Springer wieder zurück und hier fühlte ich mich eigentlich relativ safe. Also das hier ist keine Struktur, mit der ich in ein Endspiel gehen möchte, wenn ich ein Bauern hinten bin. Das ist halt einfach nicht gut. Das ist halt einfach nicht gut und ich glaube, jetzt kommt hier so ein bisschen ein Rumgedümpel. Wir bewegen jetzt hier relativ viel. Er sein Läufer, ich mein Springer. Ich glaube, das geht jetzt hier eine Zeit so weiter. Ich verbessere hier meine Struktur. Ja, gut, jetzt jagt er wieder meinen Springer. Er wieder sein Läufer. Ich ziehe den wieder hier hin. Ja, jetzt dümpeln wir hier immer so ein bisschen rum. Hier habe ich mich dagegen entschieden, den hier zu fangen. Den hier zu schlagen. Warum habe ich das gemacht? Ich glaube, ich hatte Sorge, dass der König dann rankommt. Und ich habe dann irgendwie nicht so wirklich die geilen Felder zum Ausweichen, weil der König dann wieder rankommen kann. Das hat mir alles nicht so gefallen. Ich glaube, ich hatte hier gerechnet, dass er meinen Springer sogar irgendwie fangen kann, wenn ich nicht aufpasse. Ja, die Felder wären halt auch nicht so wirklich gegangen. Das ist halt alles. Ja, nee. Nee, eigentlich hätte ich ja nur. Wenn ich ihn hier geschlagen hätte, er wäre rangekommen. Ich glaube, ich hatte gerechnet. Ich habe ja quasi nur dieses Feld hier eigentlich. Und dann hätte er noch mal rankommen können. Und dann hätte ich ja hier hin. Nee, nee, nee. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Also noch nicht zumindest. Ich glaube, ich mache das später noch. Das hat mir nicht so gefallen, den hier jetzt schon zu nehmen. Das wäre aber tatsächlich gut gewesen. Und er geht jetzt mit dem Läufer hier nach E3. Ja, gibt mir hier einen Schach. Ich weiche halt aus. Er zieht sich jetzt nach hier zurück. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht gut. Und das nutze ich auch später aus. Kommt jetzt ja erstmal wieder so ein bisschen rumgedümpel. Ja, ich glaube, jetzt geht die Sache mit dem Springer und dem Turm los. Ah, okay. Hier sind wir jetzt. Ja, wie gesagt, die Partie ist schon ein bisschen her. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was ich hier gedacht hatte. Ich glaube, langfristig wollte ich mit dem Springer hierhin und das hier irgendwie abtauschen oder. Ja, wobei, da hätte ich seine Struktur verbessert. Ja, er fängt hier an, meinen Springer zu jagen und jetzt entscheide ich mich hier auf plus 2 zu gehen, schlage den, bedrohe den Läufer. Er sieht hier, dass ich natürlich abtauschen möchte, zieht sich jetzt hier nach G3 zurück. Ja, und jetzt will ich hier den Abtausch forcieren. Und das, also hier sieht er, okay,
Der Dude will abtauschen, ich weich aus. Aber jetzt kommt hier Turm nach D8. Schach, er muss abtauschen. Er muss das Turmpaar abtauschen, ansonsten verliert er halt seinen letzten Turm. Und jetzt stehe ich halt auf plus 2. Er hat hier in Isulani, das ist halt einfach gewonnen. Und das werde ich jetzt auch solide hier runterspielen. Er kann diesen Bauern hier aktuell noch verteidigen, aber hier ist natürlich ein Doppelangriff. Und er kann nicht beide Bauern verteidigen, deswegen stecke ich mir einfach den hier. Jetzt bin ich schon auf plus 3. Er kommt weiter ran. Jetzt versuche ich hier den Laden dicht zu machen langfristig, dass er mit seinem König gar nicht mehr an meine Bauern rankommt. Forciere hier natürlich das en passant schlagen, schlage hier natürlich zurück. Ja, und das Ding ist jetzt quasi durch. Also diese beiden Bauern kann er nicht aufhalten. Die kann er langfristig mit seinem König nicht aufhalten. Er versucht jetzt hier noch irgendwie rechts durchzubrechen, aber das hier ist halt eine Festung. Er müsste halt irgendwie an diesen Bauern rankommen, aber solange ich hier alles dicht halte, was ja jetzt hier quasi der Fall ist, also er kommt an diesen Bauern, er kommt da nicht ran. Deswegen hat er auch keine Chance, meine Verteidigung hier zu durchbrechen. Er versucht mich jetzt hier irgendwie noch aufzuhalten mit seinem König, aber er kann diesen Vormarsch halt nicht stoppen. Er versucht jetzt hier mit dem Läufer noch ranzukommen und hier irgendwie diese Linie zu verteidigen mit seinem Läufer und seinem König. Aber das ist halt, also, das Ding ist halt durch. Ich greife jetzt hier nochmal diesen Bauern an. Ja, er geht jetzt hier runter. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was jetzt hier noch groß sein Plan war. Ich bin jetzt hier mittlerweile auf plus 4. Jetzt droht der hier auch noch durchzulaufen. Ja, also, ich weiß nicht genau, was er hier machen will. Er versucht hier noch irgendwie Zeitspiel, keine Ahnung, das ist halt, er kann halt nichts mehr machen. Das Ding ist hoffnungslos verloren. Er stellt jetzt hier seinen König noch in den Weg, unterstützt durch den Läufer, aber naja. Ja, schön und gut, aber den tausche ich natürlich ab. Natürlich tausche ich den ab und das ist halt verloren. Ich habe vier Bauern mehr, das kann er nicht aufhalten und er sieht das auch gleich. Und hier an der Stelle hat er die Partie aufgegeben. Er kann diesen Bauernansturm hier nicht mehr aufhalten. Es geht halt nicht mehr. Die Dame, die zwei Damen, die drei Damen, das ist nicht mehr aufzuhalten. Er gibt hier die Partie auf und ich gehe hier mit 1 zu 0 in Führung für meinen Bundeslandclub. Ja, gutes Spiel. Ich bin zufrieden. Schauen wir mal, ob ich mit den schwarzen Steinen ähnlich gut spiele. Bis sofort. So, da sind wir bei der zweiten Partie, diesmal mit den schwarzen Steinen. Ja, 1-0 Führung, nicht schlecht. Schauen wir mal, wie es hier ausgegangen ist. Mr. Pacheco beginnt hier klassisch mit dem Königsborn. Man kennt es von mir, ich gehe hier in den Sizilianer rein und uiuiuiui, was kommt denn hier? Was soll das denn hier werden? Nee, 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 Mr. Pacheco, nicht mit mir. Das ahne ich doch schon, was das hier werden soll. Er versucht es auch gar nicht erst weiter, hätte natürlich hier auf den F7 bauen trotzdem. Trotzdem noch weiter drauf gehen können. Allerdings, ja, das ist natürlich relativ einfach dann zu verhindern gewesen. Trotzdem, also er versucht diesen billigen Angriff hier gar nicht erst. War ich auch ein bisschen froh drüber. Ich habe halt überlegt, okay, wie spiele ich ihr irgendwie vielleicht irgendwie erst sowas? Hätte ich dann sowas gemacht? Ja, gut. Immerhin hat er es nicht mit der Dame versucht. Aber ich dachte hier schon, okay, kommt hier irgendwie sowas? Ich spiele erstmal hier relativ normal weiter. Wenn jetzt der Springer kommt, schauen wir mal. Aber nee, er baut sich hier erstmal weiter normal auf. Ich installiere hier den Pin. Das findet die Engine nicht ganz so gut. Ich wollte mir auch eigentlich abgewöhnen, dass ich diesen billigen Pin immer mal wieder spiele. Aber ja, weiß ich, es bietet sich eigentlich immer an, dass ich den ab und an mal spiele. Und ich installiere den irgendwie häufiger, als ich es machen sollte. Ja, weiß nicht. Mit den Läufern am Anfang, da weiß ich irgendwie manchmal noch nicht so ganz, was ich da in einigen Fällen machen soll. Ich hole jetzt hier meinen zweiten Springer raus. Bisher
komplett ausgeglichen. Wir bauen uns hier beide super, super solide auf. Ja, hier spiele ich gerne den Bauern direkt nach E5, weil ich halt hier Zentrumskontrolle hätte, weil ich halt gerne den Druck aufrechterhalten würde. Ja, die Engine will häufiger nach E6 spielen. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, aber weiß ich nicht. Ich bin irgendwie ein Freund von E5 in der Situation. Ich meine, ist ja auch ein guter Zug, aber ja, die Engine sieht das halt lieber gerne ein bisschen anders. Jetzt installiert ihr hier seinen Pin. Ja, das unterbinde ich natürlich. Also so hier nicht. Kurze Rochade. Ich rochiere nicht kurz. Ich entscheide mich dafür hier. Also ich spiele hier wirklich ein bisschen zu aggressiv, habe ich schon das Gefühl. Ich bringe hier meinen Springer auf das sehr, sehr unangenehme Feld D4. Und er befragt hier auch sofort, was hat denn dieser Springer hier bitte vor? Was wird denn das? Tausche ich mal ein Springerpärchen ab. Habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Und ich glaube, ich sehe hier gleich schon. Na, nee, erstmal mache ich hier die kurze Rochade. Er befragt hier meinen Läufer. Ja, ich ziehe mich hier nach H5 zurück. Das ist jetzt nicht optimal. Ich hätte mich meine eigene Festung, sage ich mal, zurückziehen sollen, weil hier. Ja, das ist halt irgendwie doof, ne? Also. Gut, er connectet hier seine Türme, bringt die Dame nach vorne, findet die Engine jetzt auch nicht so ganz optimal. Ich gruppiere den Springer um, greife hier gleichzeitig den Läufer an. Ah ja, okay, hatte ich richtig in Erinnerung. Er tauscht hier ab. Ich hätte hier auch erstmal den Springer nehmen können. Okay, ja. Jetzt bringt er die Dame nach E3. Ich überlege gerade, wann habe ich gesehen, was gleich passiert? Das müsste eigentlich gleich kommen. Ich verschaffe mir erstmal ein kleines Luftloch für meinen König. Ja, dieser Läufer hier steht hier nicht optimal. Die Engine will auch die ganze Zeit hier quasi schlagen, weil langfristig ist der hier halt nicht mehr zu retten, wenn hier sowas kommt. Aha. Ja, ich glaube, ich habe das Luftloch auch gemacht, weil ich halt schon geahnt habe, dass ich den Läufer irgendwie langfristig hierhin versuchen könnte zu retten. Also das Luftloch war, glaube ich, mehr für meinen Läufer als für meinen König da. Gut, er greift jetzt das Zentrum an. Und jetzt, ja, jetzt tausche ich hier quasi. Und ich habe hier, glaube ich, ja, ich glaube, jetzt habe ich es halt schon gesehen. Ich bin mal gespannt, was die Engine dazu sagt. Ich habe mich dazu entschieden, das Zentrum jetzt quasi aufzulösen. Und ich gewinne hier einen Bauern. Bei dieser Zugreihenfolge gewinne ich einen Bauern und bin auf plus 1. Aber, und deswegen ist die Sache hier komplett 100% ausgeglichen. Ja, ich bin auf plus 1, aber dieser plus 1 ist ein isolierter Doppelbauer. Und da war ich mir in der Situation nicht sicher, okay, habe ich jetzt gerade die richtige Entscheidung getroffen? War es richtig, dass ich hier auf plus 1 gehe, wenn plus 1 dieser isolierte Doppelbauer ist? Das ist doch scheiße. Das ist doch quasi schon übel schlecht. Ja, es ist nicht übel schlecht, aber es ist absolut nicht im geringsten ein Vorteil. Also plus 1 beim isolierten Doppelbauer, das ist komplett ausgeglichen. Da ist gar kein Vorteil drin. Tja, gut, ich habe mich aber dafür entschieden. Er greift jetzt hier auch sofort den Bauern an. Ich attackiere seine Dame, die muss erstmal abhauen. Haut natürlich so ab, dass gleichzeitig der Läufer hier verteidigt wird. Aber ich entscheide mich hier abzutauschen. Tja. Ich entscheide mich hier abzutauschen und jetzt gehe ich hier auf plus 2. Ja. Da liegt nämlich der Hase begraben. Sagt man das so? Ist das überhaupt ein Sprichwort? Ich weiß nicht. Ich habe ja auf jeden Fall gesehen, okay. Interessante Verteidigung. Kann ich doch einfach abtauschen und dann hier auf plus 2 gehen. Das Problem an der Sache ist natürlich, und das passiert auch jetzt, er kann auf plus 1 zurückgehen, weil er kann jetzt hier natürlich schlagen und jetzt ist meine Dame halt wieder angegriffen und mein plus 1 besteht aus dem Isulani, kein Doppelbau mehr, aber Isulani. Ist es, also ich habe mich halt jetzt gefragt, ist es wert? Also ich wusste hier, okay,
wenn ich das hier abtausche, dann kann ich den hier schlagen, aber er schlägt den. Ist es dieser Isulani wert, dass ich hier um ihn kämpfe? Ist es dieses Plus 1 wirklich wert? Oder weiß ich nicht. Jetzt geht hier nämlich, also jetzt muss ich mit meiner Dame schon wieder fliehen. Und dieser Bauer hier, ich war mir in der Situation immer noch unsicher, ob das überhaupt gut war, dass ich hier mit dem Isulani auf Plus 1 gegangen bin. Aber okay, gut. Ich dachte mir, okay, er setzt meine Dame die ganze Zeit unter Druck. Den Spieß kann ich auch umdrehen. Fange ich seine Dame mal wieder an zu jagen. Er geht hier auf die E-Linie. Und ich dachte mir, okay, stelle ich hier den Bauer mal nach vorne. Er greift den hier gerade schließlich an. Gut, macht er auf seiner Seite quasi auch so. Ich jage wieder seine Dame. Jetzt geht er hier hin. Und in der Situation, in der Phase, habe ich schon so gedacht, boah. Wenn ich die Damen irgendwie tauschen könnte, ne? Das wäre schon irgendwie nice. So, jetzt versuche ich diesen Bauern hier irgendwie vorzuschieben. Er macht hier auf der Seite ganz schön Druck und jetzt, ja, das ist ein Miss. Ich hätte den Bauer weiter nach vorne schieben sollen. Ich habe, glaube ich, wieso habe ich diesen Zug gespielt? Ich habe einerseits mit der Idee gespielt, dass ich hier verdoppel, aber andererseits wollte ich diese Linie hier halten. Also ich wollte einerseits verdoppeln, aber andererseits wollte ich auch diese Linie hier halten. Das war mein Grundgedanke. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, warum. Ich glaube, ich hatte. Was hatte ich denn gerechnet? Wenn der hier vorgeht und dann tauschen wir hier und dann ist der irgendwie angegriffen. Ich glaube, irgendwie sowas hatte ich gerechnet. Ich kann meine Gedanken jetzt nicht mehr so ganz 100% nachvollziehen, weil die Partie hat schon echt einige Zeit zurückliegt, leider. Ich konnte sie nicht eher aufnehmen. Mein Gedanke war auf jeden Fall, okay, ich möchte gerne verdoppeln, aber ich möchte auch diesen Bauern hier verteidigen und diese Linie halten und deswegen dieser etwas merkwürdige Zug, sage ich mal. Gut, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso zieht er seinen Turm zurück? Wieso verdoppelt er nicht? Das habe ich nicht verstanden, werde ich auch nicht verstehen, wieso er den Zug gemacht hat. Jetzt schiebe ich hier meinen Bauer nach vorne, macht er genauso. Okay. Da er jetzt aber nicht verdoppelt hat und dieser Bauer quasi nur zweimal angegriffen ist, kann ich den aber weiter nach vorne schieben, weil er auch zweimal verteidigt ist. Also ich verstehe nicht, wieso er hier nicht verdoppelt hat, als er die Chance dazu hatte. Ja, ich hätte da natürlich auch verdoppeln können, aber. So kann ich meinen Bau natürlich ganz easy nach vorne schieben. Und hier. Oh, okay. Hier tausche ich nicht ab. Ich schiebe weiter nach vorne. Okay. Okay. Ja. Okay. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich gehe hier einfach volle Kanne auf Angriff mit diesem Bauern. Er tradet jetzt hier. Ich schlage nicht mit dem Bauern, sondern mit der Dame, weil ich wollte die Damen tauschen an der Stelle. Und er macht das auch. Er geht diesen Damentausch ein und jetzt fühlte ich mich ein bisschen wohl. Weil dieser Bauer hier, der ist fucking gefährlich. Der ist echt fucking gefährlich. Er schiebt jetzt den hier nach vorne und ich schiebe meinen Bauer nach vorne, damit er halt nicht mehr so ganz easy verdoppeln kann. Ja, ich glaube, diesen Zug spiele ich halt gleich auch noch. Jetzt kommt sein König ran. Okay. Die Linie ist natürlich gesperrt für seinen König, aber wenn ich hier verdoppeln würde. Schwierig, aber bisher eigentlich noch alles ganz gut unter Kontrolle. Ich bin auch gut weit vorne. Ich greife jetzt erstmal diesen Bauern hier an. Er deckt den. Okay, greife ich diesen Bauern hier an. Die Engine hätte gewollt, dass er den hier verteidigt. Ja. Ja, okay, wär das Schlosste gewesen? Er geht hier einfach auf B5. Ja, kann man natürlich auch machen, gehe ich halt wieder zurück. Ne? Also, ja, und jetzt entscheide ich mich, glaube ich, ihn rauszunehmen. Gehe hier auf plus 2. Diese ganze Chose hier juckt mich gar nicht aktuell. Ja, hat natürlich den Nachteil, jetzt kann er mit seinem König rankommen. Aber ich kann ja verdoppeln. Ja, der Bau ist zweimal angegriffen, aber. Auch zweimal verteidigt und da er nicht mehr vernünftig verdoppeln kann, hat er hier jetzt ein Problem. Er kann ihn nicht wirklich schlagen. Jetzt geht er hier irgendwie wieder zurück. Ich glaube, an der Stelle wusste er auch schon gar nicht mehr,
was er genau machen sollte. Ich greife jetzt hier sein Dreierkonstrukt hier an und das habe ich nicht verstanden. Ich greife diesen Bauern an und er stellt sich hier auch noch hin. Ja klar, schlage ich mit Schach. Er muss wieder ausweichen und es geht halt weiter. Schleiche halt nochmal mit Schach. Und jetzt bin ich schon bei plus 4 und jetzt ist das Ding halt gelaufen. Also er hat mir hier halt gerade einfach zwei Bauern geschenkt und jetzt ist das Ding halt vorbei. Also jetzt ist das Ding halt richtig vorbei. Jetzt fange ich hier an, mit dem Bauern durchzulaufen. Ja, er stellt hier seinen Turm vor seinen König. Dadurch provoziere ich jetzt natürlich hier einen Abtausch. Den muss er auch machen. Und ja, das hier ist jetzt quasi, also das ist halt durch. Also was soll ich hier sagen? Es bringt nichts, wenn er sich mit seinem König nähert. Ich kann mich einfach komplett zurückziehen. Ja, hier greift er den Bauern zweimal an. Ist aber komplett egal, wenn er hier schlagen würde. Nee, Moment, 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 Moment. Wenn er. Warte mal, was hatte ich hier gerechnet? Ich habe jetzt hier den hier einen vorgezogen. Genau, weil wenn er jetzt hier den schlagen würde, ja, er gewinnt einen Bauern, ich tausche die Türme ab, aber der hier ist halt dann durch. Er kann ihn nicht schlagen, weil dann ist der hier durch und wird zur neuen Dame. Hat er natürlich gesehen, schlägt auch nicht, hält hier den Druck aufrecht. Und jetzt dachte ich mir so, wie mache ich das denn hier am besten? Ich kann ja jetzt irgendwie nicht so wirklich um. Wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Ich weiß, das Ding ist durch. Ich bin auf plus 40,5. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, okay, die Situation ist hier relativ safe. Nehmen wir hier mal den letzten Bauern raus. Er entscheidet sich hier, den hier nach vorne zu stellen. Gut, kann ich halt meinen König erstmal ganz entspannt ranholen und mir diesen Bauern snacken. Ja, und das ist jetzt hier, also, das ist jetzt halt durch. Das ist halt sowas von durch. Ich wollte jetzt hier, glaube ich. Ah, genau, ja, genau. Ich habe jetzt hier quasi diesen Bauern aufgegeben, damit der hier durchkommt und zur neuen Dame wird. Und habe hier halt die Linie für den König einfach dicht gemacht. Ja. Und jetzt sieht man ja schon matt in 11. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen länger. Ich glaube, er hat sogar auch hier am Ende dann wieder aufgegeben. Ja, also das ist halt durch. Besonders, wie man hier jetzt gerade schon gesehen hat, er hat seinen König jetzt hier nach F2 gestellt. Das gibt mir jetzt natürlich die entscheidende Möglichkeit, hier rein zu grätschen und, naja. Jetzt haben wir halt wieder so die Sache. Schlägt er, habe ich eine neue Dame, Turm ist geschützt, kann er aufgeben. Er muss quasi hier tauschen. Macht er auch. Da habe ich natürlich die neue Dame. Ja, die schlägt er natürlich, aber jetzt kriege ich diese Dame hier, weil der ist halt durch und ja, jetzt hat er hier die Partie aufgegeben. Keine Chance. In beiden Partien keine Chance von ihm. Er hat relativ lange solide gespielt. In beiden Partien ging dann aber irgendwann so der erste Bauer flöten. Und dieses plus 1 konnte er langfristig dann nicht verteidigen. Irgendwann ist es dann halt kollabiert. In beiden Partien ist er auf minus 1 aus seiner Sicht zurückgefallen. Und das konnte er dann nicht wieder quasi ausgleichen. Und dann ist es halt irgendwann kollabiert, dass ein Bauer nach dem nächsten gefallen ist und. Das war ein souveränes 2 zu 0 von meiner Seite. Und die Partie gegen den anderen Club ist noch nicht ganz vorbei. Ich glaube, so ein, zwei Partien laufen noch im Hintergrund. Aber wir werden diese Partie, glaube ich. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube. Ah, nee, ich verwechsel das gerade mit der Partie aus dem letzten Video. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Zwischenstand da ist. Bei der letzten Partie weiß ich mittlerweile, dass wir das auf jeden Fall gewinnen werden. Hier habe ich das gleich nachgeguckt. Kann ich in einem späteren Video machen. Ja, aber das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. 2 zu 0. Nordrhein-Westfalen kann mal wieder zufrieden sein. Ich bin gespannt auf das nächste Schachvideo. Ich kann jetzt schon mal sagen, das nächste Schachvideo, das ist von der Pokémon Chess Series, denn die ist mittlerweile gestartet. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann und ciao.